Willkommen zurück bei Hump ist der Talk im zweiten Teil unserer heutigen Sendung und da geht es um das Thema Kochen. Es gibt ja Dutzende von Fernsehsendungen im deutschen Fernsehen, die sich nur um das Thema Kochen drehen, aber bis vor kurzem gab es noch keine, die sich dem Thema Grillen oder Grillieren gewidmet hat, wie wir eben erfahren haben. Der beste oder der bekannteste Koch derzeit im deutschen Fernsehen zu diesem Thema ist Klaus Winter aus Lindau. Wenn Klaus Winter grillt, ist fast immer Sommer. Der 44-Jährige ist der Grill- und Barbecue-Spezialist. Was heute seine Berufung darstellt, begann einst als Ferienjob und lebenslanges Hobby. Nach dem Abitur ging Winter trotzdem erstmal als Moderator und Redakteur zum Radio, bis er dann 1997 seinen eigenen Grill- und Barbecue-Online-Versand eröffnete. Seine Expertise hat er sich autodidaktisch angeeignet. Immer öfter wird er um Rat gefragt, sodass sich die Marktnische mehr oder weniger von selbst ergab. Vor 11 Jahren gründet Winter in Lindau eine Barbecue Academy. Mittlerweile schult er hier über 1200 Teilnehmer im Jahr. Wer keinen Platz mehr ergattert, kauft sich eben stattdessen sein Hochglanz-Barbecue-Magazin. Das erscheint mit Erfolg jedes Quartal. Viel freie Zeit bleibt dem Macher nicht, denn nebenbei kocht er im eigenen Restaurant, dem Strandhaus in Lindau. Winter privat gibt's darum eigentlich nur im Winter. Dann fliegt der 44-Jährige weit weg, am liebsten in die Wüste. Dort findet er Ruhe, aber auch neue Inspiration zum Grillen oder Barbecue. Und wenn Sie noch dem Irrglauben unterliegen, Grillen und Barbecue sei dasselbe, dann wird's Zeit, dass Winter Ihnen das mal genauer erklärt. Herzlich willkommen, Klaus. Hallo, Stefan. Diesmal nicht als Moderator, sondern als Interviewter. Jawohl. Ich finde es toll, dass du bei uns grillst und kochst und grillierst. Seit Anfang Mai machst du das. Ja, das ist bei den Schweizern so. Das ist bei den Schweizern so. Wie ist das Feedback auf deine Sendung? Sehr gut. Also man muss wirklich sagen, sowohl im Restaurant, wo natürlich Leute vorbeikommen, sich auch direkt live Grilltipps holen, immer zu der Zeit, wo das Restaurant, der Biergarten voll ist. Da gibt es bei uns auch einen ganz einfachen Trick, dass sie rauskommen aus der Küche. Man muss ein Filetsteak durchbestellen und dann bekommt man direkt ein Beratungsgespräch am Tisch und dann kann man auch seine Grillfragen loswerden. Also einmal Schuhsohle bestellen und dann kommt der Chef persönlich raus. Du bist ja schon häufiger auch bei anderen Kochsendungen zu Gast gewesen. Ich glaube, bei Promi-Kochen warst du oder bei Kochduell warst du. Bei den Kochprofis dann in verschiedenen anderen Sendungen, ja. Genau. Wie ist das so aus der Binnensicht, wenn du hinter die Kulissen guckst bei deiner eigenen Sendung und bei denen? Was sind da die Unterschiede? Also die Unterschiede sind jetzt wirklich bei RegioTV Winter grillt, dass es ganz authentisch ist. Es ist auch ein wirklich nettes Team. Das ist jetzt natürlich keine Schleimerei, ganz klarer Fall. Nein, es ist wirklich, es macht wirklich Spaß und es ist auch sehr effizient. Also wir kriegen da richtig was gebacken. Das ist nicht überall so. Also ich war auch schon bei Sendungen, ohne jetzt Namen zu nennen, so, dass ich mir gedacht habe, es ist ja wahnsinnig toll, wie viel Zeit man hier für kurze Strecken hat und wie viel Zeit man sich da nimmt. Nein, aber es ist einfach unterschiedlich und ja, ich habe auch so das Gefühl, dass euer Team da mit Herzblut dabei ist. Ich meine, sie kriegen ja auch immer was zu essen. Also da halten wir sie ja immer ein bisschen bei Laune, aber funktioniert ganz gut, ja. Du hast ja einst als Journalist bei der Schwäbischen Zeitung, glaube ich, begonnen, bist dann zu Radio 7 gewechselt. Ist das dir quasi diese freche Schnauze, die du hast, im positiven Sinne? Ist dir das in die Wiege gelegt oder hast du das da verfeinert beim Radio und gelernt? Ja, also ganz klar, so das Handwerkszeug zu moderieren, habe ich da natürlich erlernt, dass ich wahrscheinlich schon immer eine große Klappe habe. Also wenn man da jetzt meine Lehrer fragen würde oder so, vermute ich mal, würden sie da auch zustimmen. Aber das im Prinzip auch professionell zu lernen, das war natürlich schon in dieser Zeit und bringt mir natürlich heutzutage auch was, jetzt nicht nur in der Sendung, sondern auch bei den Grillseminaren, bei den Grillkursen, da kann man das natürlich auch prima einbringen. Also es ist eigentlich auch ganz lustig, lernen tut man nichts, aber es ist wenigstens ganz nett. So. Wenn der Gast dann eben eine Schuhsohle bestellt, ein durchgebratenes Steak, dann kannst du eben auch raus und dann verbal genau, versuchen, ihn zu überzeugen. Genau, in der Lautstärke, dass es jeder im Biergarten mitbekommt. Sie haben das durchgebratene Steak bestellt. Genau. Sie waren es. Wann kam dann dieser Switch vom Journalismus zum Kochhandwerk und was ist da in deinem Kopf passiert? Warum hast du das gemacht?
Also das fing eigentlich schon früher an. Ich habe schon als Kind, ich glaube, damals gab es auch noch gar kein Jugendarbeitsschutzgesetz oder sowas. Ich glaube, ich habe mit 8 Jahren angefangen, in Küchen zu arbeiten. Gut, so schlimm war es jetzt nicht. Ich war schon etwas älter, habe dann aber in den Ferien immer in der Nähe von Meersburg in einem Restaurant gearbeitet. Zunächst natürlich als Küchenhilfe. Also geh in den Keller und hol die Bohnen. Geh nochmal in den Keller und hol nochmal die Bohnen. Nein, wir brauchen die gar nicht mehr, bringen sie wieder zurück. Und habe mich dann irgendwann hochgearbeitet und durfte die Salate anrichten und in den Keller gehen. Und eines Abends durfte ich dann aus einem reinen Zufall heraus den Küchenchef nachts um 9:30 vertreten, weil noch Gäste ins Restaurant kamen. Er war beim Kegeln, es gab keine Handys. Die Gäste hatten aber trotzdem Hunger. Und ich habe dann einfach ganz selbstbewusst gemeint, ja, die sollen einfach von der Karte bestellen, weil die Chefin meinte, ich soll einfach ein paar Toast zusammenbasteln für die. Mit Bohnen wahrscheinlich. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, also nee, einfach mal nach Karte essen lassen, das passt schon. Ich habe jetzt oft genug zugeschaut und dann habe ich das so vor mich hingekocht. Und am nächsten Tag habe ich dann quasi eine Küchenhilfe zur Seite gestellt bekommen und durfte mit dem Chef in Zukunft kochen. Und da habe ich natürlich schon viel gelernt. Und das war dann aber bei mir nie auf dem Schirm, dass ich jetzt hauptberuflich kochen möchte oder Koch werden möchte. Habe das aber schon immer privat mit Leidenschaft gemacht und habe dann vor 20 Jahren mich mit dem Thema Grillen beschäftigt. Habe alles gegrillt, Schuhe, also was halt so alles möglich ist. Und irgendwann, wenn man es lang genug macht, ist man dann der Spezialist dafür und habe dann eben die Grillschule und mit einem Partner aus Weingarten zusammen eben Fire & Food, das Barbecue-Magazin, um das ganze Know-how, was man sich so angeeignet hat, irgendwo weiterzugeben. Und so hat sich das dann ergeben. Und dann kam Catering dazu und dann habe ich 10 Jahre Catering gemacht, also Barbecue-Catering. Dann das Restaurant vor 4 Jahren, weil ich einfach was Stationäres wollte, wo man einfach viel mehr ausprobieren kann. Das ist auch definitiv der Fall. Ich bin ja nicht allein bei uns im Restaurant, also wir sind insgesamt eine Mannschaft von 28 Leuten. Aber man kann natürlich tolle Sachen ausprobieren. Und ich habe natürlich auch noch Köche um mich rum und das macht halt wirklich Spaß, mit denen auch neue Sachen zu entwickeln. Jetzt hast du, wir haben es gerade gehört, 1200 Leute jedes Jahr bei dir in den Kochkursen, in den Grillkursen, Grillierkursen, die das bei dir lernen. Sind da Schweizer dabei? Wo kommen die her? Was sind das für Leute? Sind das Normalsterbliche? Sind das die Audi A8-Fahrer, von denen wir vorhin gesprochen haben? Wer ist das? Auch, ja. Nein, also, sind da auch Schweizer dabei? Die verstehen halt nichts, aber es ist, was du sagst. Nein, Spaß beiseite. Also es ist erstaunlich, im Prinzip von Anfang an lief diese Grillschule, natürlich jetzt nicht die ersten 2, 3 Kurse, da waren es dann, also außer mir auch keiner da, aber irgendwann hat sich das dann offenbar rumgesprochen und ich bin immer wirklich erstaunt, woher die Leute anreisen. Wir haben mal vor 3 Jahren haben wir mal so ein bisschen analysiert, wer schon alles da war in 10 oder mittlerweile 11 Jahren und kamen dann auf eine Durchschnittsanreise von 500 Kilometern. Und da bin ich eigentlich ziemlich erschrocken, weil ich mir gedacht habe, also ich würde jetzt da nicht so weit anreisen, aber es sind durchweg nette Leute. Also ich hatte noch nie einen Grillkurs, wo ich so das Gefühl hatte, boah, weil ihr es gerade vorher davon hattet, so träges Publikum oder so. Natürlich gibt es meinen Kurs, der geht gleich von der ersten Sekunde ab, wie Schmidts Katze. Und es gibt natürlich einen anderen, der taut dann erstmal so auf. Aber das Tolle ist natürlich, ich habe die Leute in der Freizeit. Ich mache mit ihnen was Nettes oder zumindest bilden wir es uns ein. Und dadurch ist die Stimmung natürlich gleich eine ganz andere. Mhm. Wie sieht es mit der Frauenquote aus? Privat oder jetzt im Kurs? Im Kurs. Okay, nein. Also, im Kurs sieht die Frauenquote so aus, dass sie sehr unterschiedlich ist. Ich hatte in der ganzen Zeit erst einen reinen Männerkurs. Da haben wir natürlich dann die Qualität der Scherze angepasst. Also meine Assistentin, die mir schon seit 7 Jahren da so zur Hand geht, die war dann, glaube ich, auch etwas entsetzt. Aber ansonsten haben wir mindestens eine Dame dabei. Das Höchste, was wir bisher hatten, waren 10 Damen. Und das Außergewöhnlichste war eine Dame, die als Model durchgegangen wäre, die allein kam, weil sie selber grillt. Da waren natürlich die Jungs völlig fertig mit den Nerven. Und keiner hat mehr grillen gelernt. Genau, und als sie dann noch ihr Filetsteak Englisch bestellt hat, war es natürlich rum. Das, alles klar. Ja, ich meine, und die Jungs haben alle gesagt, nein, für mich bitte Medium, fast durchgebraten. Und dann war natürlich die Stimmung auf dem Höhepunkt. Ein Traum. Also ich habe am Wochenende war ich in Berlin und selbst dorthin hat sich deine Grillsendung rumgesprochen. Da war ein ehemaliger Grillweltmeister, Thomas Zapp, der hat mir erzählt, ganz Deutschland, die Szene, die Grillszene diskutiert mittlerweile über Wintergrillt. Also das ist auch ein Kompliment für dich und deine Grillkünste. Nee, wahrscheinlich diskutieren sie darüber, ob das, was ich dort erzähle, richtig ist. Ob das richtig oder genau. Falsch ist. Aber das wollen wir hier heute Abend nicht thematisieren. Aber vielleicht kannst du unseren Gästen hier zu Hause am Fernsehschirm, aber auch unseren Gästen hier im Humpisquartier in Ravensburg erzählen, was die 3 größten Fehler sind, die man beim Grillen machen kann und vielleicht 3 Tipps,
worauf man immer achten musste, wie man es richtig macht. Okay, also die drei Fehler, die man machen kann, ist erstmal nicht grillen. Zweitens mit zu hoher Temperatur. Das machen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber viele falsch. Man schüttet zum Beispiel beim Holzkohlegrill vom 5-Kilo-Sack Holzkohle 5 Kilo rein und wundert sich dann, dass man Temperaturen im Bereich von 1000 Grad bekommt und das Fleisch relativ schnell gar ist. Beim nächsten Mal nimmt man dann vielleicht zu wenig und wundert sich, dass das Fleisch nicht gar wird und die Leute nur Salate essen. Also sprich, einfach eine mittlere Temperatur, 120 bis 180 Grad, maximal 200, reicht fürs klassische Grillen völlig aus. Fürs Barbecue, also das Niedertemperaturgrillen, was wir auch im Restaurant machen, 12 Stunden bei 120 Grad, da reicht natürlich noch viel weniger aus. Aber im Prinzip als Daumenwert kann man sagen, es wird immer zu heiß gegrillt. Das ist also etwas, was generell falsch gemacht wird. Meine Kursteilnehmer sind auch immer ganz entsetzt, wenn wir beispielsweise Spare Ribs, also Rippchen machen und die mit 120, in einem anderen Grill mit 180 und im dritten Grill mit 240 Grad grillen, was ja jetzt erstmal gefühlsmäßig kein großer Unterschied ist. Und es ist ein völlig unterschiedliches Ergebnis. Also die einen sind halt relativ trocken, schwarz. Also immer noch, nee, schwarz nicht, aber immer noch genießbar, schmecken auch toll, haben mehr Röstaromen. Und die mit 120 Grad, da kann man nachher wirklich den Knochen rausziehen und das Fleisch zerfällt. Also das ist etwas, was die meisten falsch machen. Also zu viel Holzkohle beispielsweise, zu hohe Temperatur und dann natürlich auch, was das Marinieren angeht, hier viel Öl nehmen und so weiter, das tropft dann alles runter, dann fängt es an zu brennen, also das muss alles nicht sein. Also bloß nicht im offenen Feuer grillen? Nein, über dem offenen Feuer empfehle ich jetzt generell nicht. Weil, ja, wie gesagt, da tropft immer Fleischsaft oder Fett in die Glut, das verbrennt und das ist ja dann nicht besonders gesund. Ansonsten, wenn man es richtig macht, ist Grillen die erstens vielseitigste und zum zweiten auch gesündeste Garmethode. Und sogar Veganer grillen, also nicht nur Fleischesser, sondern Vegetarier und Veganer. Ja, ich weiß nicht was, aber ja. Aber genau, irgendwas wird sich schon finden. Wir grillen also auch vegetarisch. Ich habe sogar einen vegetarischen Grillkurs, da muss ich dieses Jahr mal ganz neu, da muss ich mir noch überlegen, was wir da machen, aber auch das geht, ja. Eine Frage habe ich noch. Wie teste ich, wenn ich jetzt nicht die Schuhsohle haben will, das durchgebratene Steak, wie teste ich zum Beispiel ein Medium oder ein Medium Rare Steak, dass es eben die richtige Konsistenz hat oder den richtigen Gargrad? Wie teste ich das? Ja, also die einfachste Methode ist ein sogenannter Kerntemperaturmesser. Das ist also ein Thermometer, was man ins Fleischinnere steckt, an den dicksten Punkt des Fleisches. Oder wenn man etwas am Knochen grillt, zum Beispiel eine Lammkeule oder sowas, dann an den Knochen, weil da das Fleisch am längsten kalt bleibt. Und dann verfolgt man im Prinzip den Temperaturverlauf auf diesem Kerntemperaturmesser. Dann hat man es ganz genau, also wissenschaftlich. Wenn man es mit Gefühl machen möchte, dann das Fleisch erstens beobachten, also etwas kurz gebratenes, ein Filetsteak, darf nur ein einziges Mal gewendet werden. Warum das so ist, würde jetzt zu weit führen. Einfach mal so hinnehmen. Und dann muss man im Prinzip die Garstufe mit der Hand erfüllen. Und das meiste Gefühl hat man im Daumen, was auch viele nicht wissen. Und dann gibt es einen einfachen Trick. Ich meine, es gibt tausend Tricks. Es gibt Leute, die fühlen ihre Ohrläppchen. Jetzt hat man aber wie ein befreundeter Bäcker von mir solche Ohrläppchen. Bei dem ist es immer Englisch. Also das, was wirklich bei allen funktioniert, offene Hand, Daumen auf den Daumenballen, Englisch, dann die Finger anklappen, also schon stramm, Daumen ausstrecken, Medium und den Daumen noch anklappen, wäre dann durch. Was beim Rinderfiletsteak nicht funktioniert, weil es dann seinen Geschmack verändert und einfach definitiv, also komplett durchgebraten, nicht mehr schmeckt. Aber vielleicht noch eine Sache, die mir da ganz wichtig ist. Es ist kein Blut, was aus dem Fleisch läuft, sondern nur Fleischsaft. Also da ist kein Tropfen Blut drin. Nur zur Beruhigung derjenigen, die sagen, sie brauchen es richtig blutig. Sie brauchen es richtig blutig oder sie brauchen es richtig durch, weil es sonst blutig wäre. Lieben Dank für die Tipps. Klaus Winter, Deutschlands erster Grillier-Fernsehkoch. Thomas Lötscher, herzlichen Dank, dass Sie aus der Schweiz zu uns gekommen sind. Weiterhin Ihnen beiden viel Erfolg und dir, lieber Klaus, fantastische Quoten. Alles Gute. Dankeschön. Und wir bedanken uns hier beim Publikum in Ravensburg und bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. In 14 Tagen gibt es eine neue Folge von Hump ist der Talk. Bis dahin, tschüss.